fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash Royale mit Winifred. Und es ist mein drittes Spiel. Ich habe die beiden ersten Spiele, ich sag mal, echt mehr oder weniger abgeschenkt in der Herausforderung. Ist ein bisschen scheiße. Aber, naja, was soll ich machen? Beim einen hat leider die Tür geklingelt, da war ein Paket für mich da. Beim ersten habe ich wirklich verloren, weil ich mich erstmal an den. Wirklich, ich musste mich erstmal an den Elektromagier gewöhnen. Ganz ehrlich, wenn du dir selber so ein Deck zusammenstellen musst, es ist wirklich auch ein bisschen schwieriger. Das ist das dritte Spiel in der Herausforderung. Und ja, die erste Teilnahme ist ja gratis. Und wir gucken einfach mal rein. Ich habe im Grunde mein ganz normales Deck genommen, habe jetzt noch den Elektromagier reingepackt, habe das Schweinchen sogar auch noch drin. Was macht er? Er setzt jetzt den Riesen und setzt den Elektromagier dahinter. Und ich dachte mir, komm, gehst du auf der linken Seite durch, da hast du jetzt Zeit, er setzt den Ofen. Der Ofen ist jetzt aber Geschichte, die Elite-Barbaren sind einfach so OP. Und ich hatte sie erst nicht drin. Und ich dachte erst so, warum soll ich die rausnehmen? Die sind so stark. Okay, er ist jetzt auf der Seite durch, auf der rechten Seite, hat aber jetzt den Riesen nur noch. Und mein Megalagrein macht schon ganz schön Schaden. Ich habe mit extra auch mal Ton angelassen. Normalerweise spiele ich ohne Ton, aber da ich jetzt eher am PC aufnehme, habe ich mal das Headset aufgesetzt und dachte mir, komm, mach's jetzt mal was. Und das war geil. Da hat der Megalakai noch im letzten Moment Schaden gemacht auf den anderen Megalakai. Und deswegen konnte ich da noch ein bisschen was verhindern. Aber da war er schlau genug, leider, da noch die Elite-Barbaren zu setzen. Die sind echt stark. Die sind richtig stark. Muss man wirklich sagen, krass, krass, krass. Bin gespannt, wann die mal wieder gepatcht werden, dass die schwächer werden. 1:1. Jetzt beginnt im Grunde das richtige Spiel. 1:1. Das war so dumm. Das war der dümmste Move ever. Das war der dümmste Move im gesamten Spiel, dass ich da den Elektromagier gesetzt habe, denn der war echt schutzlos. Ich dachte, ich hätte mehr Elixier und ich dachte, ich könnte die Elite-Barbaren dahinter packen. Konnte ich leider nicht. Ja, läuft da schön durch. Jetzt kann er den Ofen setzen. Aber der Turm hat auch nur noch 1178. Es ist nicht mehr so viel. Es ist nicht mehr so viel. Sein Elektromagier ist jetzt schon unterwegs. Ich finde, er macht sich ganz gut. Er sieht ganz cool aus. Die Animation sieht natürlich mega episch aus, wenn er da seine Elektrostrahlen auspackt und dann auf den Turm und auf die Gegner geht. Okay, alter Schwede. Richtig krass. Und es sieht immer, in der Wiederholung, es sieht immer so aus, als würde ich das Elixier immer so ewig und 3 Tage verlaufen lassen. Aber das ist in dem normalen Spiel, glaube ich, gar nicht so. Aber wir gucken mal weiter. Jetzt kann ich endlich die Elite-Barbaren setzen. Direkt dahinter den Elektromagier. Komm, geht drauf jetzt auf den Turm. Und dann noch auf den Elektromagier da oben. Da hat er, glaube ich, sogar noch Luck gehabt. Er hat da noch Luck gehabt, dass er noch gerade mit einem Biss noch überlebt hat. Und jetzt setzt er schon. Jetzt fängt er schon an und setzt den Riesen als Verteidigung. Das ist natürlich. Da merkst du schon, es geht dem Ende entgegen für ihn, wenn er schon so anfängt. Ja, jetzt setzt er noch den als Dev. Auch, okay, das muss man sagen, das ist natürlich richtig gut, den als Dev zu setzen, den Eisgolem. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich noch irgendwas setzen gleich. Wahrscheinlich nur einen Feuerball gesetzt. Ja, setzt er den Elektromagier noch als Dev. Ich konnte aber nochmal den Feuerball setzen. 500 noch. Alter, es war so knapp am Ende noch eigentlich. Auch wenn er in der Offensive gar nichts mehr hingekriegt hat eigentlich. Das Schweinchen habe ich, glaube ich, kein einziges Mal benutzt. Oh, die. Alter Schwede, da muss ich den Eisgolem setzen. Da muss ich den Eisgolem setzen, den Graf habe ich auch noch gesetzt, um seine Elite-Barbaren aufzuhalten. Die sind nämlich so stark. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt, lebt noch alles und jetzt kann ich die Elite-Barbaren meinerseits setzen und jetzt geht's ab. Jetzt setzt er wahrscheinlich wieder den Riesen, ne? Ja. Das ist natürlich geil, du setzt immer wieder den Riesen, um dann dich zu verteidigen. Das ist natürlich krass, aber dadurch verlierst du dann natürlich auch. So wie jetzt. Und das war's. Leider war es mein erster Sieg und 2 Niederlagen, das ist ein bisschen scheiße, aber wir versuchen jetzt natürlich das Beste daraus zu machen und gehen jetzt mal direkt rein in das erste Spiel für mich jetzt live in der Herausforderung. Ah ne, eine Sache noch, wollte ich noch erwähnen, Moment, rups, wir werden natürlich später noch die Sachen öffnen, ich denke aber mal, das mache ich in der späteren Folge, öffnen wir jetzt hier mal alle Weihnachtsangebote, da freue ich mich schon drauf, das mache ich ja immer so. Ah, ist geil, 1200 Juwelen, 2500 Juwelen, 6500 Juwelen, alter Schwede. Naja, wir werden mal sehen, was drin sein wird. Das ist, wie gesagt, das aktuelle Deck. Da habe ich jetzt das Holz, glaube ich, ersetzt. Oder nee, warte mal. Ey, ungefähr so ist das Deck. Ungefähr so ist das Deck. Also direkt rein in das Spiel der Herausforderung. So, also erstmal zum Testen. Wir können ruhig verlieren, das ist egal. Ich habe 2 Niederlagen, von daher können wir jetzt im Grunde frei aufspielen. Können wir im Grunde machen, was wir wollen. Ich setze jetzt mal gleich, aber glaube ich, schon mal den Eis. Naja, wir setzen den Eisgolem noch nicht. Wir setzen den Grabstein. Ja, wir setzen den Grabstein rein. Ich weiß, klar, Hawk Rider hinterher. Passend? Ja, halbwegs passend. Halbwegs passend haben wir ihn kaputt gekriegt. Ja, einen Schlag hat er gekriegt. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, Rhinos. Da ist genau die FPS-Zahl über dem Namen, deswegen kann ich das R nicht. Ist es ein R, ne? Ich weiß es nicht. Denkt ihr, ich könnte nicht lesen oder so? Was ist echt. Ja, ich am PC aufnehme, ist die Zahl von Fraps ist echt genau da drüber. Okay. Von wo gehe ich denn mal vor? Ich gehe von hier auf jeden Fall vor. Wir gehen auf jeden Fall von hier vor. Der Plan ist jetzt, die Elite-Barbaren dahinter zu setzen und dann als nächstes direkt den Elektromagier oder vielleicht auch den.
Ah, zum Glück habe ich gewartet. Zum Glück habe ich ein bisschen gewartet. So, jetzt komm. Lauf, 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 lauf. Mach wenigstens den einen noch. Komm, gib mir einen Schlag. Einen Schlag nur. Ja, sauber. Ein Schlag reicht schon damit auf jeden Fall aus. Mit den Elite-Barbaren, das ist gut. Aber wir kommen durch. Sauber. Jetzt läuft's doch. Verdammt. Hätte ich am Anfang nicht zweimal... Einmal abgeschenkt und einmal habe ich aus Dummheit verloren. Das muss ich wirklich auch dazu sagen. Nicht, dass hier irgendwer sagt, ich würde das schönreden oder so. Nein, nein, nein. Die 0-3-Niederlage war abgeschenkt, weil ich zur Tür musste. Aber die andere Niederlage war wirklich zu 100% meine eigene Schuld. Das muss ich wirklich sagen. Da habe ich mich komplett verzockt mit dem Deck. Das war nix. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen. Ich denke, wir gehen erstmal auf Dev, oder? Ja, wäre vielleicht besser. Wenn wir uns den einen Turm so ein bisschen sichern. Ich weiß nicht, er könnte ja vielleicht auch auf der anderen Seite durchbrechen. Ja, ist natürlich immer das Problem. Oh, er hat auch die Elite-Barbaren. Die müssen wir mal eben ganz schnell wegmachen. Ja, 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 ja. Okay, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Alles klar, alles okay. Alles Roger. Das ist jetzt gut. Den hat er jetzt gesetzt. Das bedeutet, warte mal, jetzt können wir eigentlich gleich das Schweinchen setzen. Okay, wir setzen jetzt gleich das Schweinchen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Es ist gar nicht mehr viel Zeit. Komm, 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 komm. Lauf irgendwie durch. Schweinchen, 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 Schweinchen kriegt einen Schlag. Schweinchen, ja, ein Schlag leider nur. Okay. Okay, da müssen wir mal ein bisschen umdisponieren jetzt. Aber wir liegen doch ganz gut im Rennen. Er hat doch kaum Schaden gemacht. Er hat wirklich noch kaum Schaden gemacht. Bleibt dabei, bleibt dabei. Okay, sehr gut. Sehr gut. Wir können nochmal was setzen. Sehr gut. Wir können immer noch verteidigen. Alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. Komm, 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 komm. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Glück gehabt, dass wir da durchgekommen sind. Ah, gib ihm genau. Sauber. Er hat nicht endlich drauf geachtet. Sauber, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Ja, sauber. Ja, läuft doch. Läuft doch auf jeden Fall. Eben so echt ohne Witz. Ich habe ohne Witz so auf die Eier bekommen eben. Jetzt haben wir gewonnen. Schon wieder gewonnen. Geil, läuft. Bin ich zufrieden. Ich wollte eigentlich noch sagen, schickt mir mal Decks zu. Das könnt ihr übrigens auch machen, bitte. Entweder, also, ja, wobei, ich glaube, es wäre sinnvoll, ihr schreibt es einfach in die Kommentare, weil dann sehe ich es eher. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr für ein Deck empfehlt und vor allem, wie viele Siege ihr davon habt. Ich meine, klar, ihr könnt lügen, ihr könnt sagen, ihr hättet schon 12 Siege damit gehabt, aber wäre natürlich cool, wenn ihr mir mal schreiben würdet, ich habe das Deck, ich spiele damit, das Deck hat mir so viel Glück gebracht, ich komme damit gut klar mit diesem Elektromagier-Deck. Wäre aber ganz cool. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns jetzt auf jeden Fall noch einen Fight an. Kurzer Cut, bis gleich. So, der Noah, und das war schon sein siebtes Match. Geil. Beziehungsweise schon, hiervor hatte er schon, glaube ich, 7 Siege oder 6 Siege. Und wir gucken jetzt einfach mal drauf, was macht er? Es ist auch ein interessantes Deck. Riese? Elite-Barbaren? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das ist natürlich im Grunde der Move von Verti von Anadolu Pars, also ein türkischer Kollege. Viele Grüße. Und jetzt gucken wir mal, was er macht. Oh, okay. Riese und... Der, na, Alter. Okay, deswegen hat er auch geschrieben, deswegen hat er auch bei der Wiederholung geschrieben, wer setzt bitte einen Inferno-Turm ein bei dieser Challenge? Ja, okay. Inferno-Turm ist jetzt down, der Riese allerdings auch, und jetzt kommt er schon ganz gut durch. Jetzt muss er sich was überlegen. Ja, er versucht jetzt mit der Elektromagie, ja? Komm, gib ihnen. Also, sie kommt trotzdem halbwegs durch. Alter, die sind so stark. Ah, da hat er sich verspielt. Da hat er einen Fehler gemacht. Der wollte den Elektromagier treffen, hat er nicht geschafft. Ich werde übrigens bald auch zum Barbaren. Leute, ich werde bald zum Barbaren. Da müsst ihr auf jeden Fall mal einschalten. Die Tage mal. Hab ich mir was Geiles überlegt. Da müssen wir die Tage mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das machen werde. Auf jeden Fall müssen wir mal dabei bleiben. Alter Schwede, was ist das für ein cooles Match bisher? 578 noch. Und die Frage ist ja, ich weiß nicht, ob er den gewonnen hat, den Kampf. Das siehst du ja vorher nicht. Ich bin sehr gespannt. Es sieht aktuell nicht gut aus für ihn. Es sieht aktuell gar nicht gut aus für den Noah. Oh, 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 aber er hat vorher schon ein paar Siege gehabt. Er setzt jetzt in Inferno, hä? Ah, kann er noch nicht. Er kann in Inferno noch nicht setzen. Er hat das Holz jetzt gesetzt. Jetzt war es mit dem Turm schon fast wieder. Es ist so krass, die Elite-Barbar. Guckt euch das mal an. Es ist so. Alter, es ist so abartig, wie stark die sind. Es ist so abartig. Geil. Abartig geil. Ohne Witz. Richtig übel. Es gibt ja sogar noch dem. Alter, jetzt gibt er sogar noch fast dem Elektromagier auf die Eier. Ah, das war dumm. Lol, wie geil, guck mal, der haut die Strahlen vorwärts und zurück. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ich finde ich auch ganz gut, dass man den jetzt schon testen kann. 100 Juwelen kostet das ja leider als Eintritt, ne? Alter, das ist natürlich viel. Muss ich mal gucken, da ich ja jetzt leider schon 2 Niederlagen habe. Aber auch 2 Siege. Danke euch. Oder 3 Siege? 3 Siege. Oder ne, 2. 2 oder 3. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, läuft hier. Nimm ich mal einmal jetzt live auf. Machen wir mal ein Live-Kämpfchen und direkt läuft es.
Das ist natürlich schon ganz gut. Okay, 1-1. Jetzt wird schwierig. Aber er hat noch den Sepp. Den kann er jetzt gleich... hätte er mal... Ja, wobei, eigentlich gut, dass er den nicht gespielt hat. Jetzt kann er den Sepp spielen. Spiel den Sepp! Ja, er musste den Seppen. Damit er jetzt nicht den Riesendown macht. Alter Schwede. Oh. 737. Jetzt wird's natürlich richtig knapp. Oh, die Elite-Barbaren. Aber die werden natürlich auch ein bisschen geslowed. Ein bisschen verlangsamt natürlich durch den Elektromagier. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Einen Schlag kriegt er noch. Geil. Komm, gib ihn noch. Ah, schade, nicht mehr ganz. Aber jetzt kann er direkt... Im Grunde genommen wissen wir jetzt schon, worauf es hinausläuft. Denn jetzt kann er den Schlag setzen. Ja, das war's. Sehr gut, Noah. Glückwunsch. Ich habe übrigens noch was gelesen. Bei uns im Clan-Mathe, das kann ich mir eben gucken. Einige hatten geschrieben, sie können die Clan-Truhe nicht öffnen. Holz aus Clan-Truhe. Wer kann die Truhe nicht... Schreiben. Öffnen. Jetzt muss ich mal eben hier wechseln, damit wir das Fragezeichen machen können. Stimmt, die Clan-Truhe ist fertig für alle. Außer für mich. Ich bin ja nicht dabei. Schade. Endet in 2 Tagen. Vielleicht gibt es ja danach noch eine. Dann bin ich dabei. Ich hatte jetzt schon von mehreren gehört, dass sie die Clan-Truhe nicht öffnen können. Das wäre natürlich scheiße. Wie viele Siege habe ich jetzt? 2 Siege gerade. Stimmt, ich habe mit 0 Siegen angefangen. Jetzt haben wir 2 Siege geholt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, die Challenge muss ich jetzt eher abchenken. Da kriegen wir keine Siege mehr raus. Also keine 12. Aber wenn ihr ein Deck habt, schickt es mir mal zu per E-Mail oder schreibt es am besten in die Kommentare und gebt mal einen Daumen nach oben für den Elektromagier. Dann sehen wir uns später wieder. Dann kaufen wir die Angebote. Bin schon ganz aufgeregt. Oh, ich könnte ihn kaufen für 1000. Das mache ich aber nicht. Das ist mir zu teuer. Deswegen, wir warten mal ab. Gucken, was wir vielleicht mal da drin haben werden in den Truhen. Und bis später. Macht's gut. Noch einen schönen Tag. Tschüss.